Moin, willkommen zum neuen Fusion 360 Projekt und heute schauen wir uns einfach mal an, wie so eine vertikale Windmühle funktioniert oder bauen die dann zusammen aus verschiedenen Komponenten. Dann haben wir hier zum unten zum Beispiel unsere Kugellager noch drin sitzen, die man jetzt gerade gar nicht sieht, dass das Ganze auch ordentlich dreht und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wie immer, und schaut doch mal in die in die Beschreibung unten rein. Da könnt ihr uns auf Instagram folgen und auch ein bisschen mitbestimmen, was so als nächstes kommt. Das kommt zum Beispiel aus einer Instagram-Idee von jemandem. Und dann wünsche ich euch sau viel Spaß beim Video und dann starten wir gleich mal durch. So, und dann legen wir als erstes unsere Komponenten an. Das heißt, wir machen hier Rechtsklick und sagen eine neue Komponente. Als erstes hätten wir gerne unseren Rotor. Und dann zeichnen wir erstmal unseren Rotor, den ganzen Spaß. So, das wollen wir mit einer Skizze anfangen, die einfach von hier oben drauf schaut. Dann drücken wir mal C für einen Kreis und machen hier drin zum Beispiel hier 25. Das ist jetzt unser mittlerer Kreis. Der ganze Spaß soll 3D gedruckt werden. Und das sollte auf so einem normalen Bett möglich sein. Also machen wir noch unseren Orientierungskreis von 200 rein. Das heißt, ups, oder? Haben wir jetzt 20 geschrieben, ne? 200. Und den markieren wir hier draußen nochmal und sagen X. Dann wissen wir nämlich, dass das sozusagen das Druckumfeld ist, in dem wir arbeiten können. Und so groß darf der Rotor maximal werden. Dann legen wir als nächstes noch eine Linie an. Da drücken wir L. Die Linie legen wir so hier rüber einfach gerade. Sagen hier auch X. Soll nur eine Konstruktionshilfslinie sein. Und jetzt wollen wir mal anfangen, unseren Rotor, also diese Blätter, zu definieren. Dafür gehen wir einfach Bogen mit drei Punkten hin. Schnappen wir uns die beiden Punkte hier. Und ziehen den ganzen Spaß so nach unten, dass es uns circa gefällt. Dabei maßen wir das Ganze hier noch und sagen, das hier soll zum Beispiel 70 sein. Dann haben wir das hier vollständig bemaßt. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar Facetten, also müssten wir sozusagen das Ganze hier andecken. Das könnten wir in dem machen, indem wir jetzt hier zwei Versatzebenen machen oder wir machen es über die Flächenfunktion. Wir machen es über die Flächenfunktion, habe ich gerade bestimmt. Okay. Dann sagen wir erstmal I für eine Extrusion von dem Kreis hier einfach, um zu bestimmen, wie hoch der ganze Rotor sein sollte. Wir sagen, das Ganze soll 200 hoch sein. Darf gerne ein bisschen größer sein, soll ja auch ein bisschen Wind da durchgehen. Und wir wollen dann haben, dass diese Blätter jetzt gezeichnet werden. Das heißt, wir gehen hier auf Rotor, holen unsere Skizze nochmal rein. Das heißt, wir gehen hier auf Skizze, lassen sie nochmal anzeigen, sagen Fläche, extrudiere mir bitte diese Fläche hier. Und die soll dann natürlich auch 200 sein. Und die wollen wir jetzt andicken, die Fläche. Okay, dafür gehen wir auf Erstellen, Verdicken diese Fläche. Das Verdicken soll bitte symmetrisch passieren und soll zum Beispiel, sagen wir mal, 2 mm sein. Dann sagen wir okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Körper, also noch einen Körper. Das heißt, wir haben jetzt zwei Körper drin. Ist erstmal nicht so schlimm. Wir müssen auch erstmal diesen Körper noch anordnen und dann verbinden wir alles. Also, machen wir weiter. Also, wir haben jetzt als erstes hier unseren Zylinder erstellt, haben dann eine Fläche erstellt, die Fläche haben wir verdickt. Dadurch hat sich ein Körper ergeben und den Körper wollen wir jetzt anordnen. Das heißt, wir springen hier oben wieder in das Volumenkörperbereich, gehen auf Erstellen, Anordnen, runde Anordnung. Sagen, das Ganze soll von einem Körper die Anordnung sein, in diesem Fall diesen Körper. Die Achse ist diese Achse. Und davon wollen wir drei, vier Stück haben. Sagen wir 4 Stück und sagen okay. So, jetzt wollen wir den ganzen Spaß noch verbinden. Um es zu verbinden, gehen wir auf Kombiniere mir den Körper mit dem Körper mit dem Körper mit dem Körper mit dem Körper. Und ich sage okay. Perfekt. Jetzt haben wir den oberen Teil des Rotors fertig und wir könnten jetzt hier unten mal unsere Skizze ausblenden. Gut, dann benennen wir das ja auch gleich um und sagen, das ist da obere Teil. Warum oberer und unterer Teil? Wir brauchen ja noch einen Teil, der nach unten geht und so am Ende ja Motor, Getriebe oder was auch immer angeschlossen wird. Und da wir das hier Ganze drucken wollen und auch so ein bisschen steckbar machen wollen, müssen wir hier unten erst nochmal ja sozusagen eine Form anbringen, wo wir es reinstecken. Aber dafür lasst uns erst den zweiten Teil des Rotors erstellen. Ich glaube, das ist einfacher. Ja, es ist einfacher. Gut, da gehen wir hin und sagen, wir wollen eine Versatzebene haben. Und die Versatzebene, sie soll bitte jetzt von dieser Ebene loslaufen. Und das Ganze soll so und so viel zusammengesteckt sein. Sagen wir mal 40 mm. Das ist jetzt so weit, wie der zweite Teil des Rotors hier reinläuft. Dann sagen wir okay.
Gut, auf dieser Versatzebene wollen wir unsere nächste Skizze aufsetzen. Das heißt, wir schauen uns was wieder an von der Seite, sagen, ja, hier bitte. Dann drücken wir P für Projektion und projizieren jetzt uns das angegebene Objekt, das hier, da rein und sagen, okay. Und jetzt gehen wir hin und blenden diesen Teil einfach aus. Dann sind wir mit der Skizze hier noch überlassen, ne, was wir noch da haben. Und da können wir einfach mal anfangen zu arbeiten. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass der obere Teil vom Rotor so um die 15 mm sein soll und dann noch ein paar Features haben soll. Das Feature ist jetzt, wir drücken mal R für Rechteck, dass wir eine Kraftverbindung hinbekommen und das machen wir, indem wir hier eine Formverbindung machen. So, das heißt, wir nehmen den Mittelpunkt Rechteck in diesem Fall und wir sagen, das Ganze soll 20 lang sein und 3 breit. Bestätigen das Ganze mit Enter und jetzt gehen wir auf Erstellen, eine runde Anordnung. Und sagen, welches Objekt. Wir machen Doppelklick auf unser Rechteck, wählen den Mittelpunkt aus für den ganzen Spaß. Er ist hier und können uns jetzt ja vorstellen, dass wir vielleicht 5 Stück davon nehmen. Und sagen, okay. Sehr gut. Dann sagen wir Skizze fertigstellen und drücken E für die Extrusion. Dann ziehen wir einfach das Fenster hier auf und sagen, das Ganze soll minus 30 extrudiert werden. Und wir sagen, okay. So, wenn wir jetzt den zweiten Körper wieder einblenden, dann sehen wir, dass sich beides überschneidet. Ja, wir hätten auch minus 40 machen sollen, dann hätten wir auch gesehen, dass es unten rauskommt. Den Versatz um 40 gemacht haben, also minus 40. So. Jetzt sehen wir, dass wir diese Kraftverbindungen jetzt auch hier unten angezeigt bekommen und dass es ein eigener Körper ist. Das ist ja gut so, weil das soll ja der untere Teil des Ganzen sein. Aber es soll hier oben reingesteckt werden und demnach müssen wir auch diese Form hier oben definieren. Lasst uns doch als erstes mal den unteren Teil fertig zeichnen. Dafür blenden wir den oberen Teil mal wieder aus und wir gehen jetzt hin und sagen eine neue Skizze hier unten auf die Unterseite und sagen C für Kreis und sagen 20. Lustigerweise sind meine Kugellager, die ich verwende, innen 20 und außen 38, also passt das sehr gut. Ich drücke einfach E für Extrusion, markiere das Ganze und sage, das soll dann nochmal vielleicht 100 nach unten laufen. So hier. Ja, das sieht jetzt alles ein bisschen lustig und merkwürdig aus. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich bei der Extrusion irgendwas falsch gemacht? Irgendwas nicht ausgewählt, was wir auswählen hätten sollen. Aber wir sehen, ne? Wir sehen was. Indem wir alles ausgewählt haben, haben wir natürlich auch diese Zapfen hier, die wir nicht haben wollen. Die müssen wir natürlich abwählen. So, hier. Aber wir machen das anders. Wir sagen, das ausblenden komplett. Wir wollen den extrudieren, den extrudieren, den, 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 den und den. Und sagen, das Ganze soll 100 sein, genau. Jetzt passt es auch, jetzt auch rund und sagen, okay. So, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir ja das Ganze noch ein bisschen hier modifizieren, weil das ist ja unser unterer Teil. Das heißt, wir sagen erstmal, das hier, das ist unser unterer Teil. Sagen Enter. Und den müssen wir vom oberen Teil abziehen. Okay, wie machen wir das am besten? Das machen wir, indem wir sagen, kombiniere mir. Der Zielkörper ist dieser Teil. Und dieser Teil soll abgezogen werden, also ausschneiden. Und ich möchte aber den Körper gerne behalten, weil ich brauche den ja später noch. Also sage ich Werkzeug beibehalten. Und sage okay. Das heißt, wenn ich den jetzt ausblende, sehe ich, dass hier unten sozusagen diese mechanische Form da abgezogen hat. Jetzt kennen wir natürlich alle unsere 3D-Drucker und wissen, das wird nicht so richtig funktionieren. Also gehen wir hin und bearbeiten den ganzen Spaß nochmal. Wählen wir uns jetzt hier alle Flächen aus. Mit Drücken und Ziehen hier und geben dem Ganzen einen Offset. Oder wir sind viel schlauer und sagen abbrechen und das, was wir gerade getan haben, rückgängig machen. Erstellen wir einfach bitte eine neue Skizze hier hin. Blenden wir mein unteres Teil ein, blenden wir mein oberes Teil aus. Drücke P für Projektion, projiziere mir den Körper rein, der lustigerweise genau auf dem Punkt rund ist, oder? Wir probieren es einfach mal und sagen okay. Ja, das geht auf den Punkt runter. Dann machen wir es anders. Dann sagen wir rückgängig.
dann sagen wir P für Projektion und projizieren mir diese Fläche hier hin und sagen, okay, ja, das sollte den Trick machen. Und wenn wir unsere Fläche jetzt anschauen, von der Seite aus, wo wir arbeiten, tada, wir haben die Form da. Und jetzt machen wir unseren Offset mit Versatzebene einfach. Sagen, die Kette soll wieder aktiviert werden. Wir wählen hier unser Teil aus und sagen, das Ganze soll minus 0,5 sein. Sag ich Enter. Dann passt das soweit. Da können wir auch hier sagen, Skizze fertigstellen. Wir blenden unseren oberen Teil ein, drücken E für eine Extrusion, wählen die beiden aus und sagen, das Ganze soll mindestens minus 41 sein, dass wir ein bisschen Spiel haben hinten. Und sagen, okay. Perfekt. Das heißt, jetzt haben wir hier oben beim Rotor das Teil fertig. Also, das obere Teil ist fertig. Dieser Teil ist fertig, wo das Ganze reingesteckt wird. Und jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch sozusagen eine Aufnahme hier unten für den Motor, den wir verwenden wollen. Aber das ist dann euch selber überlassen, was ihr da genau reinmachen wollt. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so blank bei mir. Und wir würden jetzt, also ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit dem Fuß. Und da müssen wir uns mal kurz überlegen, wie wir das Ganze machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und klappen hier unsere Rotor ein. Gehen hier oben wieder drauf, machen Rechtsklick und sagen neue Komponente. Und das soll mein Fuß werden. So. Jetzt sehen wir schon, er blendet unseren Rotor aus und aktiviert den Fuß. So, was ist das Besondere bei dem Fuß? Das Besondere bei dem Fuß, da sitzen zwei Kugellager drin. Okay. Das heißt, vielleicht erstellen wir erstmal zwei Kugellager. Okay, dann gehen wir rechtsklick auf den Fuß und sagen eine neue Komponente und das ist das Kugellager. Okay, jetzt sind wir hier beim Kugellager. Und wo wollen wir die sitzen haben? Ich möchte sie gerne ziemlich am Anfang einmal sitzen haben und ziemlich am Ende einmal sitzen haben. Das heißt, wir werden uns jetzt hier eine Versatzfläche machen. Das heißt, wir gehen auch kurz zu ihre. Eine Versatzebene hiervon. Und die sollte jetzt zum Beispiel minus 5 sein. Also relativ am Anfang, aber noch ein bisschen Spiel da oben. Und darauf erstellen wir jetzt eine Skizze auf diese Versatzebene, die wir erstellt haben. Also die untere Ebene wählen wir aus, schauen uns das an und sagen jetzt einmal, drin soll es 20 sein, wissen wir, und draußen soll es 38 sein. Wie das Kugellager explizit aussieht, das interessiert uns nicht. Wir wissen einfach nur, das ist der Platz, den es einnimmt. Und sagen Skizze fertigstellen, drücken E für die Extrusion und das Ganze soll minus 9 sein, weil das ja 9 mm dick ist. Wir können auch gerne 10 machen, um ein bisschen Spiel zu haben und sagen Enter. Gut, das ist mein Kugellager. Perfekt. Damit wäre ich dann eigentlich sehr zufrieden jetzt gerade. Könnte dem Ganzen noch eine Farbe geben, dass ihr ein bisschen durchblickt, was ich hier mache. Sagen, meine Kugellager sind immer alle rot. Perfekt. So. Und was wir jetzt machen, wir brauchen ein zweites. Das heißt, wir machen Rechtsklick, verschieben, kopieren. Eine Kopie erstellen. Und das zweite Kugellager sollte vielleicht hier. Ups. Los. Nochmal, Rechtsklick, verschieben, kopieren, eine Kopie erstellen. Ah, ich kann es nicht kopieren, weil ich in der aktiven Komponente drin bin. Das ist kein Problem. Dann gehen wir hoch, aktivieren unseren Fuß und jetzt machen wir Rechtsklick, verschieben, kopieren, Kopie erstellen, hier drauf drücken und sagen, das zweite soll bei minus 60 sitzen und sagen okay. Gut, jetzt wissen wir schon mal zwei Sachen. Ich möchte gerne die beiden Kugellager haben im Fuß und ich möchte das auf eine Tischplatte montieren oder auf irgendwas montieren, wo dann die Achse am Ende noch durchgereicht wird. Und dann haben wir jetzt so eine grobe Vorstellung, wie unser Fuß aussehen soll. Na gut, das heißt, das schließt ja alles darauf, dass wir jetzt einen Rotationskörper machen. Wir schauen, dass der Fuß aktiviert ist und dann gehen wir Skizze erstellen auf diese Seite hier. Und dann drücken wir noch ein P für Projektion. Uns sind nämlich folgende Körper wichtig. Dieser Körper ist wichtig und dieser Körper ist wichtig. Genauso wie dieser Körper wichtig ist. Also wichtig ist, dass ihr hier Körper aktiviert habt. Und dann sagen wir okay. Okay, das heißt, wir würden jetzt sagen, für mein Kugellager bräuchte ich irgendwie hier so einen Versatz von etwas. Und das könnte ich ja eigentlich von oben bis unten durchgehen lassen. Das heißt, wir drücken D für eine Bemaßung von hier nach da. Das war dumm. Von da nach da, so hier, um Doppelklick 0,5 mm. So,
Was wollen wir dann noch wissen? Wir wollen haben, dass das oben alles eben ist. Das heißt, wie machen wir es dann noch? Wir brauchen dann hier unten auf jeden Fall noch einen Abstand. Das heißt, zwischen dem hier und dem hier sollten dann vielleicht auch nochmal so 2 mm Spiel sein, dass es ein bisschen länger ist. Und wir brauchen dann nochmal zwischen dem hier und dem hier auch noch ein bisschen Spiel. Da würde ja 1 mm reichen. Gut. Dann bräuchten wir auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine Bremse. Also, was heißt Bremse? Ich bräuchte halt irgendwas, was sozusagen blockiert, dass das Kugellager weiter reingeht. Also machen wir das mal hier so hin, auf so einen geraden Strich. Und dasselbe machen wir auch hier. Wir schneiden mal für den hier auf die Linie hier drauf. Oh, das war dumm. Das war der falsche Punkt. Also löschen wir raus, sagen wir der 11. Linie. Und auf die Linie. Perfekt. Jetzt müssten wir das hier drin noch verbinden. Das heißt, der Punkt. Wir könnten einfach mal senkrecht nach unten machen. Wenn wir jetzt hier reinzoomen, können wir ja sehen, dass dieser Punkt hier drauf soll. Und T für Trim. Und dann haben wir das abgetrimmt. Und dann sagen wir nochmal D für die Bemaßung. Abbrechen. Okay. Das ist senkrecht. Dann sagen wir nochmal, der hier soll senkrecht hier drauf sein. Ja, okay. Okay, gut, egal. Dann belassen wir das Ganze so und sagen, das hier ist der innere Teil des Fußes, also fertig. Jetzt brauchen wir hier noch das Äußere. Und dann machen wir uns das Leben auch ganz einfach. Wir machen das Ganze einfach nur 5 mm breit. Dasselbe machen wir hier oben, 5 mm breit. Und dann verbinden wir die mit L für Linie. Beide hier hin. Sagen wir dann fertigstellen. Und sagen Skizze auch fertigstellen. Gehen in die Rotation rein. Und sagen, dieser Körper und dieser Körper sollen bitte rotiert werden. Auswahl. Um die blaue Achse. Lass mal rote ausblenden. Die hier. Perfekt. Sagen wir okay. Und schauen uns den ganzen Spaß an. Lass mal ein roter weiterhin ausgeblendet. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Fuß, wo oben und unten das Kugellager drin sitzt mit ein bisschen Spiel. Von 0,5. Naja, vielleicht machen wir das ein bisschen kleiner. Vielleicht machen wir da nicht 0,5, sondern 0,2. Das gefällt mir besser. Gut, das kann man halt noch nirgendwo montieren. Dafür sorgen wir jetzt, indem wir nochmal eine Skizze hier unten drauf setzen, auf das untere Teil vom Fuß. Und da machen wir R für Rechteck. Mittelpunkt Rechteck, das soll hier drin sitzen. Ne? Soll ja 80 sieht gut aus und 20 breit sein. Was wichtig ist, dass jetzt hier irgendwo ein Kreis sitzt noch, wo man was reinschrauben kann mit 8 mm. Der Kreis, der soll von da nach da, vielleicht sagen wir mal 6 mm Abstand haben. Und von da nach da soll er die Hälfte hiervon sein, also das halbe. Gut, das gleiche machen wir so oben. Nochmal ein Kreis. 8 mm. Welcher den Abstand von hier nach da von 6 mm haben soll. Und von da nach da. Ah, das war der falsche. Nochmal D. D für Bemaßung, der Mittelpunkt davon. Davon 10 mm. Also das hier geht halt durch 2. Perfekt. Jetzt könnten wir nochmal die Verrundung hier nehmen und sagen. Das hier, der auf der hier soll verrundet werden, der auf der hier soll verrundet werden, der auf dem hier und ne, der hat gar nichts damit zu tun, der und der hier. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Die beiden hat er gut gemacht. Jetzt brauchen wir eine letzte Verrundung nochmal. Dem hier und dem hier. Perfekt. Bestätigen wir das Ganze mit Enter und dann sagen wir eine runde Anordnung noch, dass wir es auch alles so haben, wie wir es hätten. Die runde Anordnung befindet sich für dieses Teil und dieses Teil. Und der Mittelpunkt davon ist der hier. Zweimal. In diesem Fall viermal. Und dann kann man diese beiden einfach ausblenden und sagen, okay. Und dann brauchen wir noch P für Projektion und das ist jetzt in diesem Fall der Körper, genau. Ah, nicht der Körper, wir nehmen die angegebene Fläche hiervon und sagen okay. Und dann sagen wir Skizze fertigstellen, drücken wir E für Extrusion.
und dem hier, dem hier, dem hier, dem hier, dem hier und dem hier und dem hier und dem hier. So. Das heißt, das Ganze soll jetzt minus 5 sein oder 10 und soll verbunden werden, ne? Und wir sagen okay. Das heißt, der Fuß, der kann jetzt irgendwo draufgeschraubt werden, aber mir gefällt es einfach noch nicht, wie der Übergang ist. Dafür machen wir nochmal eine Abrundung mit F. Schnappen wir uns jetzt hier die ganzen. Also, ich wähle das kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann runden wir das Ganze zum Beispiel jetzt mal um 5 mm ab. Ich schaue uns das mal an, vielleicht 10. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ah, oder eher 5. Eher 5. Ne, das sieht gut aus. Das heißt, das hier ist auch fertig. Und dem Fuß geben wir jetzt natürlich auch noch eine Farbe. Das heißt, jetzt hier zum Beispiel die Darstellung soll in diesem Fall gelb sein. Ganz gut aus. Sagen wir schließende. Und jetzt schauen wir noch unseren Rotor an. Und warum ist er nicht sichtbar? Jetzt ist er sichtbar. Er soll jetzt hier sitzen. Und dem wollen wir jetzt auch noch eine Farbe zuweisen. Na, zum Beispiel. Ja, wie sollte er denn aussehen? Weiß ist ein bisschen langweilig. Blau. Und dann brauchen wir hier unten noch vielleicht ein Grün hierfür. Sagen wir schließende und zeigen uns das ganze Dokument mal an. Und dann sehen wir, dass wir so ein kleines auch senkrechtes Windrad getan haben, erstellt haben hier, wo wir dann ja, das Ganze zusammenbauen können. Ihr könnt drucken könnt. Es ist komplett druckbar. Wenn ihr Bock habt, dass ich das mal komplett ausdrucke und dann vielleicht auch ein bisschen elektronische Bauteile noch reinsetze, ja, sagt mir noch in den Kommentaren Bescheid, was ihr davon hält. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt. Und wir werden noch mal kurz eine Korrektur vornehmen. Sehe ich gerade, die mir nicht gefällt. Wir aktivieren nun mal den Rotor wieder, blenden den Fuß aus. Ihr habt bestimmt gesehen, hier unten, wenn wir den Fuß eingeblendet haben, dass wir hier Probleme ha hätten zusammenbauen mit dem richtigen Abstand. Das hier so eine Luft ist, so eine merkwürdige. Das möchte ich gern anders haben. Und dafür erstellen wir einfach nochmal eine Skizze. Die soll jetzt hier einfach auf die Seite drauf gehen. Das Wichtige an der Skizze sind nochmal P für Projektion. Zum Beispiel diese Linie ist wichtig. Und ah, die ist nicht wichtig. Lasst uns mal hier reingehen und die Körper ausblenden, dass die Kugellager noch da sind. Die hier ist wichtig. Und hier zoomen wir nochmal weiter rein. Schnappen eine Linie von der äußersten Punkt zu diesem Punkt. Und dann kann man das hier einfach hier reinziehen. Hierzu. Von da hier hoch. Sagen wir Escape, Skizze fertigstellen. Rotieren die Fläche. Ja, um den Winkel. Nein, das will er nicht. Dann lass uns das irgendwas ausblenden. Okay. Wir müssen nochmal üben mit dem Ziel. Genau, und das Ganze soll er wieder verbinden. Ne? Und wir sagen, okay. Top. Dann haben wir nämlich hier noch so eine Art, so einen Kragen, der das dann Ganze begrenzt, wo es runterrutscht. Und wenn wir jetzt hier unten noch die Körper einblenden, ne? Und die ganze Sache wieder aktivieren, sieht das alles viel schicker aus und wir haben hier eine ordentliche, ja, ordentliches Bauteil. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir das Ganze mal ausdrucken, mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!